Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es Frikadellen gefüllt mit Bärlauch und Feta. Zunächst werden ungefähr 2 Handvoll Bärlauch fein geschnitten und 500 Gramm Hackfleisch in einer Schüssel etwas aufgelockert. Ich habe hier Schweinehack, das schmeckt aber auch mit jedem anderen. Eine mittelgroße Zwiebel in Würfel schneiden, einen Teelöffel Senf dazugeben, einen Teelöffel Worcestersoße, 100 Gramm Feta-Käse zu der Hackfleischmasse bröseln, mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer würzen, 1,5 Teelöffel Salz, eine Prise Chili, einen guten Esslöffel Tomatenmark, ein Ei, den Bärlauch mit zum Brät geben und alles gut durchkneten. Die Zutaten schreibe ich dir wie immer in die Videobeschreibung. Wenn dir meine Rezepte gefallen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like dalässt und den Kanal abonnierst. Jetzt etwas Fett in einer Pfanne erhitzen, kleine Frikadellen formen und sie von beiden Seiten schön goldbraun braten. Dazu passt ein Salat mit Bärlauchdressing. Guten Appetit!